Da bin ich dann auch schon wieder da. Heute mal noch ein kleiner Test. Moment. Jetzt könnte man Hackfresse auch mal sehen. Hallo zusammen. Gestanden, Dirk? Liebe Zuschauer. Ja, jetzt mal mit Kamera. Facecam, Test ausprobieren unter möglichst schlechten Bedingungen. Also Licht ist irgendwo da drüben, beziehungsweise bei euch. Spiegelverkehrt, da in der Richtung ist die Lampe, da irgendwo, da hinten auf jeden Fall. Kamera ist da oben schlecht positioniert. Hier ist dunkel überall drumrum. Ich habe es ein bisschen heller gedreht, dass man überhaupt ein bisschen was sehen kann. Ist ein bisschen ungewohnt, die Orientierung so von wegen, man guckt aufs Bild, man guckt auf die Kamera. Man sollte natürlich auf die Kamera gucken. Ich glaube, wenn ich zu nah rangehe. Ja, das wird dann so ein bisschen komisch. Aber ich dachte mir, ich probiere das mal aus. Die Kamera scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Position, da muss ich mir nochmal was ausdenken. Das ist noch nicht so ganz optimal. Ja, aber ansonsten, das funktioniert immer noch. Ich habe es noch nicht mir was ausgedacht. Ich habe zwar ein bisschen Brechung runtergenommen, aber das scheint noch nicht so richtig zu greifen. Ich muss mal ganz kurz das Vorschau-Dings hier. So, das irritiert so ein bisschen. An sich funktioniert es ja. Jetzt übrigens auch dann wieder mit deutscher Sprache. Ja, wir waren ja stehen geblieben irgendwie letztes Mal. Da muss noch eine Tür rein, da muss noch das rein und so ein bisschen was muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Da würde ich sagen, legen wir mal los, ne? Also hier drumherum. Das war ja soweit alles okay. Hier wollte ich noch zumachen. Das können wir nicht bei der Gelegenheit gleich mal schön machen. Hab glaube ich nicht genug Steine. Nee, ich habe irgendwie gar nichts weiter dabei. Wo sind die ganzen Steine alle hin? Ah, gucken wir mal. Ach ja, hier ist immer noch das Loch. So, Steine, da haben wir ja. Vielleicht reicht das ja sogar. Ja, wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ja, Facecam oben in der Ecke positioniert, damit so ein bisschen aussieht, als wenn ich so aufs Bild runtergucken würde. Ne, hier müssen ja eh die kleinen rein. Ich glaube, von der Position her bleibt das so. Vom Licht wird sich da auf jeden Fall noch ein bisschen was tun. Das ist doch ein bisschen sehr scheiße. Aber da gucke ich mal vielleicht noch nicht zum nächsten Mal, aber irgendwann später mal auf jeden Fall, dass da mal vernünftige Beleuchtung dran kommt. Die hatte ich, glaube ich, ne? Probieren wir die mal ganz kurz aus. Ja, und wenn dann die vernünftige Beleuchtung da ist, sollte auch das Bild ein bisschen besser werden, weil jetzt ist er noch eher so ein bisschen schlecht, das Bild. Und das waren die falschen. Und gut, dass ich nur einen davon gemacht habe. Die kommt man auch nicht wieder weiter verwursten, ne? Nee. So. Ach, was mache ich denn hier? Ich habe doch hier irgendwo diese. Jetzt haben wir eine neue. So. Da kommt Zeug rein. Komm, die kann auch mal weg. Den Busch braucht auch keiner. Das kommt auch weg. Joa, fast, ne? So. Aber jetzt sollten sie, genau. Zack. So, dann nehmen wir mal 6 von den kleineren. Schraubendreher brauche ich auch gleich wieder. So. Ja, so ist doch schön. Ups. Ach, da hätten sogar 5 gereicht. So. Zack, 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 zack. Und dann passt das. Das ist hier unten natürlich, da muss natürlich dann wieder Erde rein, dass das dann, ups, zu Gras wird. So. Und dann wird das dann schön gleichmäßig. Ja, hier der eine. Ich meine, jetzt haben wir einen noch über, dann kommen wir an den eigentlich da auch noch mit reinsetzen eben. So. Das kann so bleiben, das ist okay. Hier wollte ich dann, glaube ich, zumachen, ne? Irgendwie sowas war das doch. Und hier sollte es dann ja weitergehen mit der Inneneinrichtung. Eigentlich können wir jetzt mal den Ofen schon mal reinstellen.
Zack. So. Dann haben wir zumindest schon mal einen Einrichtungsgegenstand da. So. Ja. Dann kommen hier irgendwann noch weitere Einrichtungsdinger rein. Da kommen wir jetzt erstmal gucken, dass wir eine Doppelkiste reinstellen. Ich glaube, das passt. So. Die könnte ich bei der Gelegenheit eigentlich gleich mal. Obwohl, hier unten habe ich es, glaube ich, auch nicht gemacht, ne? Da sind einfach nur normale Kisten. Na, dann lassen wir das erstmal so. So. Zack. Und dann können wir hier nämlich mal ein bisschen einsortieren. Eine Tür haben wir schon, eine zweite Tür brauchen wir noch. Ups, so, aber nicht für den Ofen, sondern so. So, die zweiten Türen. Ja, machen wir mal zack und zack. Ah, und schon haben wir nämlich hier einen kleinen Eingang. Boah, hier, na, da sollte der Teppich rein. Das bleibt erstmal so. Und die können wir eigentlich draußen stehen lassen, weil im Haus ist, glaube ich, so eine Säge nicht so ganz praktisch. Eventuell kann man sie irgendwann mal in den Keller stellen oder irgendeinen Schuppen oder sowas. Aber erstmal kommt sie hier ein bisschen an die Seite. So, steht sie nicht im Weg. Dann muss hier natürlich noch der. Habe ich natürlich kein Material für. Dass hier noch so eine Treppe reinkommt, dass man da auch hochgehen kann. Obwohl eigentlich. Ne, müsste ich glaube ich erst brennen. Oder habe ich im Keller noch Steine? Ja. Man merkt es vielleicht, ich bin. Upsala, ich schmeiß hier alles um. So. Man merkt vielleicht, ich bin so ein bisschen schlaff und müde. Hm. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Ja, also, wie gesagt, so ein bisschen schlaff und müde noch. Natürlich wieder viel zu wenig geschlafen. Dann heute den ganzen Tag unterwegs gewesen. Gestern auch den ganzen Tag unterwegs gewesen. Da ist dann natürlich so ein bisschen, ja. Die Müdigkeit steht allen in die Augen geschrieben, ne? Ach, was soll's. Mein Test geht immer. Wir brauchen erstmal ein paar Steintreppen. Ja, machen wir aus diesen Steinen hier. So. 8 Stück könnte vielleicht sogar reichen. Na, schauen wir mal. Zack. Ja, die haben sich ja gut gedreht. Ah, so, so. Ja, recht sogar. So, und... Aber schön ist das nicht, ne? Das geht eigentlich... Die könnte man da auch Slabs hin machen, oder? Ich glaube, das probieren wir mal aus mit den Slabs. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil es nicht so steil ist. Das ist natürlich die Frage, hier kriegen wir eigentlich wieder, genau, diese Dinger raus. Da kriegen wir dann Slabs raus. Na, gucken wir mal. Ja, nein. Ich habe keinen Bock, die da jetzt mit dem Schraubendreher irgendwie 1000 Jahre lang zu drehen. Wobei muss ich wahrscheinlich eh, ja, muss ich sowieso machen. Aber vielleicht geht das hier einfacher. 4, 5, 5 mal. 1, 2, 3. Gut, hier ist einfach. Hier kann man es einfach drauflegen. Richtig ausgerichtet sind sie auch, ja. 1. Ups, da ist er hin. Genau. So. Eisen müssten wir ja eigentlich noch haben. Lehm, Ökokram und Steine. Und kein... Doch, hier noch. Ich gebe das ganze Zeug hier irgendwie für Schraubendreher drauf. Gut, aber wenn man da nicht mal umgehen kann, ne? Dann muss man dann leider da so ein bisschen für investieren. So...
Das hat ja fast geklappt. So. Das passt doch alles irgendwie nicht, oder? Die sind doch hier irgendwie... Das, das, das. Jetzt passt das. So. Ja, so ist doch. Das kann man doch anbieten, ne? Das ist hier ein bisschen nicht so ganz steil. Trotzdem kommt man gut hoch. Und hier unten drunter müssen wir mal eben schauen, dass wir da mal zumachen. Da können wir eigentlich einen normalen Stein auch hinlegen. Da habe ich ja super mitgedacht. Und die sind jetzt wahrscheinlich andersrum, ne? Ne, wunderbar, passt. So, da kommt auch ein normaler Stein hin dann. Gucken wir mal. Zack. So, dann, dann. Und da müssten dann eigentlich vier normale Steine hin. Da habe ich aber nicht mehr noch von. Ne? Super hier. Einmal in den Ofen damit. Kommt eh alles rein irgendwann. So, die Holzkohle und die normale Kohle, die brennen gleich schnell in der Konfiguration. Das passt soweit. Und das brennt hier auch relativ schnell. So. Da kriegt man ja mal viel raus. Das reicht also locker. Mal hier einmal zu, hier auch zu. Jo, die Ausrichtung passt. Doch noch mal ein paar mehr. Ja, und dann reicht es nämlich nicht mehr. Ja, super. Ach Mensch, ja. Obwohl, hier kriegen wir zwei draus. Ja, es reicht genau auf einen nicht, ne? Ja, hm. Dann müssen wir kurz welche holen. Lalalala. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Ja, beim Livestream letzte Woche, da habe ich ein bisschen noch... war das letzte Woche? Ja, ne? Oder vorletzte Woche? Auf jeden Fall beim letzten Livestream. Habe ich dann im Nachhinein noch so ein bisschen gemerkt, der Chat war irgendwie so gar nicht wirklich gut sichtbar. Ich glaube, beim nächsten Livestream werde ich den mal so ein bisschen anders positionieren, anders ausschneiden, dass man dann auch den so ein bisschen besser sehen kann, als das jetzt der Fall war vorher. In dem Fall jetzt ist egal, weil jetzt ist eh kein Livestream, da passt das dann ja, ne? Aber ansonsten... Aber Idee hat auf jeden Fall so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Das ist schon mal ganz gut. So. Hatte ich das noch irgendwie gemerkt, nach dem Livestream der Rechner so ein bisschen amok gelaufen. Oh, kurz mal strengen. Eieiei. Rechner noch so ein bisschen verrückt gespielt, irgendwie das Netzteil hochgedreht regelmäßig. Ich hoffe, das war jetzt nur einmalig und passiert nicht mehr. Sonst müssen wir mal gucken, brauche ich ein neues Netzteil oder sowas. Ich muss hier ganz kurz mal schauen. Das passt noch. Okay. Ja, wie gesagt, neues Netzteil dann eventuell und das sollte aber kein Problem mehr sein. Es funktioniert ja im Grunde genommen alles und das Netzteil kann man ja immer mal austauschen. So, guck mal hier, dann haben wir nämlich jetzt hier schön die Ecke. Hier schön geht es dann hoch. Vielleicht kann man hier noch daneben so ein das Ding irgendwie verlängern oder sowas. Aber schauen wir mal. Aber erstmal bleibt das jetzt so. Man kommt hoch. Das ist das Entscheidende. Das passt da auch soweit. Dach war ja auch fertig nach oben. Apropos Dach, da können wir eigentlich gleich mal gucken. Die Achse ist jetzt wahrscheinlich gleich auch hin. Da kommt man nicht so leicht drauf. Das ist nämlich das Problem. Ich mache das jetzt mal kurz mit der Hand weg hier. Ich würde natürlich schon ganz gern oben da die Fläche auch so ein bisschen nutzen können. Und das geht so natürlich nicht, weil wir da so nicht hochkommen. Wir müssen also hier mindestens hoch.
Das heißt, hier die Treppe nach oben, vielleicht irgendwie so um so einen Winkel rum. Das probieren wir mal eben aus. Mit Slabs natürlich. Wieso lassen die sich denn nicht vernünftig ausrichten? Was ist das denn hier? So. Dann. Ah, das. Nee, da müssen Treppen rein, das wird so nicht. Das ist viel zu eng. Ach, egal. So. Dann machen wir nämlich mal eben ein paar Treppen. So. Dab. Ja, Treppe hoch. Da müsste ich dann nämlich um die Ecke. Sonst stoße ich mir nämlich hier oben den Kopf, das wird nichts. Ups. Okay. So, damit das von unten nicht so ganz schlimm aussieht, kann man nämlich hier das mal so machen. Dann kommen wir hier ins obere. Vielleicht kann man hier dann irgendwie wieder gerade werden. Nee, machen wir hier. So, da kommen wir nämlich rauf. Okay. Ah, das ist hier noch nicht so optimal. Ah, man kann natürlich ein weiter reingehen. Dann kann man nämlich hier an die Wand. Ich glaube, das machen wir mal eben. Ein bisschen. So. Guck mal hier jetzt von unten. Wieso kriege ich die denn da von unten nicht gegengesetzt? Das ist es denn hier wieder. So. Es sieht natürlich noch urscheiße aus, aber 0.5 soll ja alles besser machen, ne? Zack. Zack. Hier müsste dann natürlich zu. Da haben wir im Keller, glaube ich, noch genug von, um das dann zuzumachen. So, Lehm. Nee, schade, aber ich habe hier noch welche dabei. Das reicht. Machen wir das mal so. Dann kann man nämlich hier eventuell runter gleich. Aber gucken wir mal. Erst machen wir jetzt hier nämlich einen schönen Aufstieg. Hier oben, da wird genauso zugemacht. Da nehmen wir dann aber wieder das andere Holz für. Wovon ich natürlich auch nicht genug habe. Ich müsste eigentlich nochmal wieder los und Bäume holen, aber es ist ja nicht so spannend, ne? So. Mache ich trotzdem eben mal ganz kurz. Ich habe nichts weiter dabei, womit ich... Nee. Ich bräuchte eigentlich noch ein bisschen mehr Material, aber... So, haben wir hier nicht irgendwie noch... Das reicht aber auch nicht. Das sind dann 3, 4 insgesamt. Nee, das ist zu wenig, aber wir können zumindest schon mal so tun, als ob.
So. Ja, da müsste eigentlich auch wieder eine geschlossene hin. So. Dann haben wir nämlich hier das nach oben. Ja, hier kommt dann auch eine Tür rein, dass man dann hier rein kann und hier eventuell auch nochmal eine Tür. Oh, gucke ich dann nochmal. Jetzt gucken wir mal eben, dass wir hier irgendwie runterkommen. Was man natürlich auch machen könnte, man könnte... Ja, scheiße, das ist nämlich alles dahinter. Das ist... Ich würde ja schon gerne hier die Reihe belassen. Weil eventuell können wir das auch hier hinsetzen, unter das Wohnzimmer. Kann man nämlich hier wunderbar runtergehen. Oder gerade runter. Das wird natürlich auch funktionieren. Ups. Oh, hier eine Treppe. Noch eine Treppe, noch eine Treppe. Dann nehmen wir da drunter. Doch, das würde auch funktionieren. Gut, aber wir machen es erstmal wieder zu. Das überlege ich mir nochmal, wie wir das am besten machen. Gehe nämlich kurz einmal rüber. Im Zeitraffer. Ist hier eigentlich irgendwas Nachgepflanztes gewachsen? Nein, ich hatte gar nichts nachgepflanzt, ne? Dass wir zumindest einmal einen Baum holen, dass wir da oben zumachen können und alles weitere gucken wir dann mal. Da sind nämlich schon die 22 Minuten auch schon wieder voll. Das ging ja dann doch relativ schnell. So. Klopf, 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 klopf. So. Ich glaube, 20 Minuten ist so eine Zeit. Oder machen wir eine halbe Stunde. Halbe Stunde ist, glaube ich, eine Zeit, die völlig in Ordnung ist, noch so zu gucken. Wenn es denn zu lange wird, dann wird es ja irgendwann auch langweilig. Glaube ich zumindest. Hoffe ich nicht, aber man weiß ja nie. Aber wenn es dann zu kurz ist, dann macht es ja auch keinen Spaß, weil dann ist halt wieder relativ schnell vorbei. Ja, dann ist man gerade so drin im Gucken und dann ist der Tag auch schon wieder rum. So. Aber wie gesagt, wir machen erstmal eine halbe Stunde, dass ich mich so ein bisschen da einpendel in der Richtung und alles weitere. Das würde sich dann halt ergeben mit der Zeit. Ja, Livestreams sind davon natürlich ausgenommen. Die werden einfach kommen, wie sie kommen. Ja, wenn sie dann lang sind, sind sie lang. Wenn nicht, dann nicht. Ja, dann passt das. So, hier haben wir einmal einen Durchgang. Und dann... Hier mal direkt dran, oder? Hier muss das denn... Kann man nämlich hier wunderbar... Ups, schön an in die Mitte setzen. Hier ist halt nicht so geil, weil das jetzt hier direkt dran ist, aber das geht halt hier nicht an. Das wird ein bisschen komisch aussehen. Machen wir nämlich eben mal ganz kurz noch Treppen. Treppen, sag ich. Machen wir nämlich ganz kurz noch mal ein bisschen Holzzäune. Ach, Leute. Ein bisschen mehr schlafen sollte ich vielleicht, ne? Winkel von der Kamera, das passt noch alles soweit. Ich habe mir gerade nochmal die Vorschau angemacht. So. Aber es irritiert so ein bisschen. So. Eine Tür hier. Ja, sieht echt komisch aus. Aber gut, das ist halt Dachgeschoss, da sieht das halt so aus. So. Und eine zweite Tür. Hier und Zäune. Vier. Nee, reichen glaube ich nicht. Gut, aber viel mehr als vier kann ich auch nicht machen. Ach Mann. Zack, zack, zack. Doch, reicht doch. So. Dann machen wir da nämlich einfach einen von denen hier hin.
Ja, hier muss es halt offen bleiben, weil sonst stößt man sich hier den Schädel. Und dann haben wir hier wunderbar. Oben kann eigentlich auch dann... wird aber sehr, sehr eng. Na, vielleicht kann man da auch einfach den Zaun eins höher tun. Ja, ich glaube, das ist die bessere Variante. Hier, wie gesagt, das lässt sich halt nicht ändern. Aber ist auch nicht so tragisch. Dann haben wir nämlich hier richtig schön viel Platz. Ja, da kann dann Schlafzimmer rein oder so, keine Ahnung. Ja, hier ist auch schön viel Platz. Dann kann man hier oben vielleicht noch ein paar Kisten reinstellen, noch zum Lagern. So, Tür zu, Tür zu. So. Ja, hier kann man eigentlich auch zumachen, oder? Ja, ich glaube, das sieht sogar besser aus, wenn das zu ist. Aber wir haben gar kein Material mehr, um das zuzumachen. Ja, ich glaube, einen kriegen wir noch raus, ne? Ein und ein Slab oder sowas. Ja, obwohl. Doch, ein und ein Slab. Naja. Hier muss eh einer rein. Ja gut, okay. Das lässt sich nicht verändern. Kann natürlich auch eigentlich hier... Moment mal, kann er hier das rausnehmen? Ja, dann sind wir hier mal ein bisschen konsequenter. So, lassen wir das erstmal. Aber dann haben wir hier zumindest zu. Hier könnte auch offen bleiben. So. Ja, wunderbar. Siehst du, geht doch. Vielleicht kann man hier noch eine umgedrehte Treppe nach oben setzen, dass es hier nicht so ganz schmalen, engen Abschluss gibt, sondern dass es hier so einen leichten Übergang ergibt. Aber so kommt man zumindest hier hoch, hat hier oben seinen Platz, kann hier nicht runterfallen. Dann hat man hier unten seinen Platz. Ja, hier, wie gesagt, den Keller, da denke ich mir nochmal was aus. Und hier vorne, Vorplatz und so weiter, da denke ich mir natürlich auch nochmal ein bisschen was aus. Und hiergegen tue ich dann auch nochmal was irgendwann. So, aber erstmal... Oh, aua, aua. Erstmal soll es das gewesen sein. Tür zu. Licht aus. Gute Nacht. Wir sehen uns dann vielleicht nächste Woche, vielleicht übernächste Woche. Das gehe ich jetzt ein bisschen entspannter an. Von der Nummerierung her bleibe ich aber im alten Rhythmus auf jeden Fall. So oder so, wir sehen uns. Tschö.